Möchtest du anfangen, lieber Captain? Nee, jetzt haben Sie ja schon, Lieutenant. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Vielen Dank, Captain. So, dann heiße ich euch herzlich willkommen zurück hier bei Sins of Solar Empire Rebellion in der Star Trek Modifikation. Mein verehrter Captain sitzt wie immer auf seinem Kommandantensessel und steuert das Ganze. Captain, mein Captain! Mein Captain, mein Captain! Ihr Metzler, rufen wir uns halt ein Taxi. Oh. Falscher Captain, ne? Falscher Captain. Was ist denn das für eine Drecksschleuder? Jetzt kommt die Musik im Hintergrund. Hi, 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 hi. Di, 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 di. Space Taxi to the sky. Feuer Salaman. Oh ne, wir lassen es lieber. Mach Beine wieder zu und raus bist du. Oh. Sehr schön, wir verstehen uns. Ach ja, wir beide. Das läuft. Ja, ja, total. So. Was kann ich denn hier hinmachen? Haben wir schon männlich erwähnt, dass wir männlich sind? Ja! So, ich habe mal eben meine Mining Basen gemacht. Baue hier, glaube ich, mal eine Refinery Station. Und damit haben wir auch schon alles ausgeschöpft, was an. Oder? Kann ich es noch weiterentwickeln? Ja, Logistik kann ich noch mal weiterentwickeln. Das ist ja schön. So, wie kriege ich denn wieder Geld? Ich kann Metall verkaufen. Massig. Überall. Ich habe nicht mal irgendwelche Refinery oder so gebaut. Gar nichts in der Richtung. Oh, das ist schlecht. Was, das muss so. Wenn du meinst. Meine Station steht jetzt alleine hier, die macht das schon. Die Station, die macht das. Die Station, also. Die macht das gut. Gut, ich habe jetzt mal ein bisschen hier auch Trade wieder reingebaut. Was, oh. Wirst du auf deine Station auch einen Handelsport aufbauen? Ja, klar werde ich das. Okay. Ach, ja, weil du hast... Schick das schon hier... Deine Botschafter zu mir. Ach Mensch. Ja, habe ich gesehen. Ja, okay. Hast nicht, dass ich die sehe, ne? Nee. Dachte, das bleibt so unser Geheimnis. Schick dir aber mal. Stealthy, du hast verkackt. Tja. Aber die Schiffsklasse finde ich nicht so schnieke. Die ja, Surak. Die... Ja, nee, die sind nicht so toll. Nee. Muss man bei Surak mal an Vulkanier denken. Ja. Was ihm sofort einfällt. Station complete. Das heißt, ich kann ja... Ja, was kannst du? Oh, dammit, jetzt fehlt's daran, natürlich. Dammit? Was denn mit? Ach, jetzt fehlt es an Kristall. Natürlich, irgendwo woran fehlt es immer. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht... Und an kapitaler Schiffscrew. Fehlt immer an irgendwas. Ja. Ist richtig schlimm. Ja, ich will... Von Herr Saiyan 5 Schiffe zerstören, okay. Wie bitte? Nein, das kommt niemals in Frage. Okay. Ich wollte doch gerade sagen... So, komm, kann ich mir noch mal... No available ship crew! 3, 2, 1... Arch Angel heißen, sondern das heißt jetzt... USS Enterprise. Dammit, wie viel brauche ich denn für eine Excalibur? Sagst mir das mal? 150 Supply, use 2 Command, okay. Ich habe ein Capital. Nehmen wir mal den hier. Gut. Was sagt denn eigentlich mein Income? 36,8 bei den Latinum. Tritanium 8,7 im Plus und 4,8 bei Dilithium. Station complete. Schön.
So, deine Station gibt sich Mühe, die Scouts kaputt zu machen, aber die sind immer zu schnell. Ja, das kann ja halt nicht immer alles. Ich kann eins meiner Schiffe verbessern. Wie ruhig mal Schilde, nicht kolonisieren, oh, sondern Schilde. Auftritt der Enterprise, habe ich das schon erwähnt? Nee. Du hast eine Enterprise? Ich habe die Enterprise. Ach Mensch, ach, Quatsch doch nicht. Kann doch nicht hier sein. Guck mal, da wo mein... hier bei Azuina steht sie. Wunderschöne. Hast du sie gefunden? Das ist aber die neue Version aus Star Trek Online, ne? Nein, das ist... Die USS Enterprise E? E gab es schon, die war von Picard. Okay. Oh, mit den blauen Photon-Torpedos! Nein, das sind Quantentorpedos. Oh, Entschuldigung. Ja, ich Unwissender, ich bin halt... Unwissend. Na, Star Trek ist nicht mein Hauptuniversum, sagen wir es so. Ja, 40K ist dein Fort. SS wird mein favorisiertes, ja, derzeit. So, mein Flagship zieht sich zurück und die Enterprise übernimmt die Führung der Flotte. Tada! Scheiß Aufklärer. Was sind die auch so schnell? Ja, blöder Kram, ne? Kann ich auch mir sitzen lassen. Wird Zeit, noch ein paar Waffen dazuzufügen. Eine Raumstation. Kann so nicht weitergehen. Sag mal, wenn du schon eine Sternbasis bauen kannst, ist das schon die Unit, das Project Unity oder was? Nee, das ist es nicht. Das ist ein. Was anderes. Ich wollte gerade sagen, ich war gerade etwas irritiert. Nee, das ist nur die normal große, schöne. Okay. Normal große, schöne. Knut. Knut, was? Knut, wo Knut, ist Knut. Knut ist immer mit dabei. Hast du eigentlich schon was gefunden? Kann man hier überhaupt was finden? Musst du mal suchen. So, ich meine so ein auf Planeten? Ja, muss man suchen. Ja, mach ich ja, aber haben noch nichts gefunden. Ja, dann such weiter. Okay. Nein, du entkommst mir diesmal nicht! Du Scheiter! Ha! Eine Raumstation schafft es schon. Die pound die jetzt weg. Mittlerweile. So, welches ist besser? Die Constellation Class oder die Galaxy Class? Die... Die Galaxy schöner. Ja, ne? Also ich meine von der Stärke her. Ah ne, das ist Upgrades, ne? Ja. Ah ne, Unlocks Dingens. Okay, ja, alles cool. Ventur ist Upgrade. Alles cool. Constellations, ach ja, jetzt, ja, das war sehr hart. Ja. Fehlt jetzt, ne? Ja. Das schweigen wir einfach wieder weg. Genau. Okay. So, Übrigens, der Captain hat keine Ahnung von den Schiffstypen. Ja, mein Gott. Toller Captain. Er hat das nicht studiert. Aber du... Ja, sprich ruhig. Du bist Captain, du musst das wissen. Ich bin Captain, schreib mir nicht vor, was ich wissen muss. Ich bin Captain und verdammt, ich sitze auf diesem Stuhl. Sehr schön, du hast kapiert, worauf ich hinaus will. Hinaus willst. Allerdings muss ich dazu sagen, nein. Hat gefailt. Ja, ist schon harte Angelegenheit, verstehe ich schon. So, gleich kommt die Voyager aber zurück nach Hause. Ich tue mich echt schwer, hier was zu sagen, weil ich das Spiel einfach zu sehr genieße. Ja, das kenne ich aber. Man ist so mittendrin, ne? Ja. Geht auch ehrlich nicht so viel bei Strategiespielen, deswegen, weil Atmosphäre, also besonders hier bei der Mod ist die Atmosphäre halt ja abgegeben. Ich find's auch cool, wie hier in dem Feld so die Wrackteile rumfliegen von Raumschiffen und alles. Ja, das da haben wunderschön. Viel Mühe gegeben. Ja. Ja, sie hätten sonst auch einfach das Schrottfeld lassen können, so ganz, ganz, ganz blöd und simpel. Ja, aber das haben sie halt nicht, ne? Nö. Haben sie halt Mühe gegeben. Ja. Harten Ficker von Modder. Er hat Ficker gesagt. Weißt du, wie du lachst? Nee. Wie eine Jungfrau beim ersten Mal. Oh, dann hab ich beim ersten Mal was falsch gemacht. Erstmal hast du gejubelt, wa? Ich bin endlich drin!
Anlauf statt Gleitgel. Oh. Weiß, dass das weh tut, ne? Ja. Das war das. Spucke ist das Teufels Gleitgel. Ja, ja, ist was dran. Fünfchen Wahrheit drin. Vor allem, da ist was dran. Da steckt was drin. Ja, Adi. Da steckt ein Fünfchen Wahrheit drin. Ja. Ich hab war auf der RBC in Köln, ne? Ja. Du sag mal, was bringt mir eigentlich dieser Ferengi Tradeport? Von dem da ein Schiff ist spawnen, die ich da zerstören kann, aber den Tradeport nicht. In der Aufnahme wird man es hören, du hast es jetzt nicht gehört. Nee, das stimmt. Meine Großmutter hat mich gerade angesprochen. Ach Mensch. Ja, und sie meinte gerade, hast du es gehört? Im Fernsehen? Schießerei München? Ja, und ich hab's dir vorher berichtet, bevor sie also sagen konnte. Das Einzige, was ich heute sage, ich kann gerade nicht. Das musst du in der Aufnahme mal anhören. Ja, ich mute mich immer rechtzeitig. Ja, das Problem ist, das bringt dir ja nichts in der Aufnahme. Wieso nicht? Wie willst du dich denn in der Aufnahme muten? Ja, indem ich einfach bei meinem Pult runterdrehe. Ich hab kein Pult. Oh. Ich hab USB-Mikrofon. Ja gut, meins nicht. Meins braucht ein extra Pültchen. Den drehst einfach. Ja. Ah, da hört man meine Oma in der Aufnahme, was soll's. Ja, solange sie nicht meckert, dass du deine Wäsche waschen sollst und so, ne? Ich habe heute erst Wäsche gewaschen, lass mich in Ruhe. Reicht für nächsten Monat. Ja, genau. Ich war gerade bei der RPC, genau. Ja. Habe ich ein Kondom gekriegt. Da steht einfach Yoda drauf und The Force will be strong in you. Always. Das kommt jetzt irgendwie gar nicht so lustig rüber, wie ich mir das eigentlich im Kopf gerade vorgestellt habe. Nee, einen Eindruck habe ich auch. Aber wie war das in meinem Kopf jetzt lustiger? Ja, das kann ich mir vorstellen. Hat gefailt, wa? Ein bisschen. Ich sollte nicht so oft auf industrielle Spezialisierung hier setzen, ne? Bei den Planeten. Nee. Da leidet die Bevölkerung drunter. Ja, das, ich weiß. Ich habe ja aber auch extra den Klasse 8 oder Klasse B, was auch immer. Geomortois Planeten, Tschernova. Sehr auf Bevölkerung gesetzt. Der sieht mir schön aus. Ich denke, da werden die sich wohlfühlen. Wahrscheinlich. Ja. So, was sagen eigentlich meine Dinge in Slots, Logistics? Noch 5. Ist ja kacke. Das war's schon? Oh, ist ja kacke. Dann nochmal eine Jupiter Station. Ich denke mal, Income haben wir jetzt genug. Er hat noch das Thema Gronkh, ne? Von wegen geklaut bei ihm, ne? Ja. Bei ihm klauen. Weißt du warum? Warum? Meine Oma jetzt reingeplatzt, muss ich die Folge jetzt nennen. Oma, bist du es? Oh Gott. Nein, die Folge wird anders heißen. Gut. Ja, da war schon ein anderer Name schneller. Oh ja. Ich würde sagen, ich bin etwas müde. Was? Wie, warum? Ich weiß es nicht. Irgendwie macht mich dieses Spiel müde. Ach, quark doch nicht. Quark. Jetzt erzähl doch mal keinen Schmarrn. Nee. Nur Kaiserschmarrn. Ohne Rosin. Ha! Rosin ja. Nee. Nee, Frank Rosin würde ich auch nicht essen wollen. Da 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 da. Ne, dafür gibt's nicht mal ein da 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 da. Ach komm. Der war einfach hart unnötig. Ich fand
fand ihn noch hart an der Grenze, aber okay. Piraten. Ich hab's ja gesehen. Grafen deine Frachter an. Und die Enterprise ist schon auf dem Weg, sich darum zu kümmern. Das ist sehr schön. Ah, boom, 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 die Enterprise. Wie so ein Kleinkind. Ah, boom, 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 boom. Ich bin voller Fan von Enterprise, tut mir leid. Richtiger Fangirl. Merkt man zum Glück kaum. Ja, ne? Deshalb bin ich hart männlich. Ja. If you say. Ich weiß, dass er das alles alleine handeln kann, ne? Ja. Hat nur eine Station im Nacken, die er hilft. Ja, und gleich eine zweite. Ja, aber bitte stell die in die andere Ecke. Direkt auf die andere Seite? Ja, ja, von wegen, wenn die Piraten dann meinen, dass sie immer an einem von uns beiden vorbeifliegen müssen. Weißt du, was ich meine? Also direkt auf die andere Seite der Asteroidenminen. Du weißt, wie meine, bloß dann auf deine Seite. Die quasi reingesprungen. Ach so, dann hatte ich. Dass dann da eine Station steht. Ja, dann hatte ich sie gerade schon richtig gesetzt, glaube ich. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist meine Station noch ein bisschen im Feuerradius von deiner. Die können dann gar nicht anders. So, jetzt hast du es quasi hart verkackt. Jetzt kommt's. Ne, warte mal ab. Ich glaube, ein Schiff ist mir entkommen. Ich baue die immer mal ein bisschen. Ich baue die mal dahin. Tatsache, ein Schiff ist mir entkommen. Nein. Doch. Was kannst du eigentlich? Weiß es noch nicht so genau. Oh, so ein Pol wird angegriffen. Oh Mensch, ich sehe es gerade. Wo kommt die eigentlich jetzt her? Wahrscheinlich oben hier aus der Ecke von Tamaterka. Hat die Cheater, wa? Bisschen. Oh, die EKS Fury. Aber die Schilde sind ziemlich weit unten. Die sind ziemlich weit unten von der Fury. In der Gwar-Klasse. Was brauchst du da für eine kleine Pöbelstation? Entschuldigung. Ich war noch an der falschen Stelle. Oh. Gut, dass sie zerstört wurde. Ein Oh. Ärgerlich. Ja. Ein wenig. Was? 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 Eine Raumstation so, handelt das jetzt alles einfach. Ich schick da jetzt mal ein paar andere Sachen rein. So, jetzt fehlen mir die Fleet Points. Ich schick dir ein bisschen von der Intrepid Class, Constellation und und Curry Class. Curry Class. Ja, schick mir das Curry. Mehr Curry? Ja. Und mehr Reis. Gut. Gibt es jetzt eine Curry Klasse mehr? Was haben wir sonst noch? Steam Runner und die Centaur-Klasse kann ich dir noch schicken. Weil ich wieder Kapazitäten habe, auch die um Norway und die. Ah ne, die nicht. Das sind ja nur die Kolonieschiffe. So. Lass dir Zeit. Meine Schiffe handeln das in der Zeit. Ja, denke ich mir. Meine Station. Das will ich mir mal angucken, wie es hier läuft. Sagt die Station? Ja, Schilde gehen noch. Schilde gehen noch. Weiter, was soll der Scheiß? Ist doof, ne? Wenn die sich nicht erst um die Station kümmern wollen. Ja, irgendwie. Nicht so ganz in meinem Interesse. Ja, du brauchst ein Level up. Oh. Das ist doch schön. Das ist wirklich sexy. Tatsache, die springen aber auch gerade bei mir rein. Ja, die sind hart asozial, wa? Ohne ein bisschen. Einfach vorbeikommen. Oh, jetzt drehen die direkt wieder. Aber alle Schiffe bitte. Mal hart angreifen hier auf die EKS Gorkon. Irgendwie mögen die mich nicht, die drehen direkt wieder ab. Ja, mein Schiff kriegt halt gratis EP, ist auch gut. So, gebt ihr fett, die Schilde sind runter, jetzt die Hülle. Ich muss ja einen Sniper schieben. Ich glaube, die USS Soul war mein Flaggschiff, ne?
Du sollst auf dein... Oh oh, hau ab mit deinem Flaggschiff. Tu ich gerade. Kannst du aber auch mit deinem Flaggschiff kämpfen? Ja, weil deshalb alles so, ne? Was mit dir? Ja, ich komm ja jetzt. Keine Ahnung, alles gut, alles gut. Alles bitte, gut. Will alles ich jetzt gut. Verlieren. Ja, gut, dass die weg ist. Sonst jetzt einfach in die Reichweite meiner Raumstation fliegen, können die jetzt repariert. Das nee. Tust du gerade. Ja, aber Bleib bei meiner Raumstation, die repariert einfach. Ja, ich bin ziemlich damaged, wenn du das siehst. 1100... Bleib da, die repariert einfach die ganze Zeit. Guck, jetzt wird es repariert. Okay. Ich weiß aber nicht, ob ich mehr einstecke, als dass du reparieren kannst. Du eigentlich geht daneben hoch gerade. Ja, und die Schild auch wieder ein bisschen. Ist aber gerade echt kritisch. Okay, ich merk's. Aber mein Schiff ist wieder da, also. Okay. Oh. Aber hier, guck, die hauen ab. Alles geht drauf. Na, guck. Ja. Hab ich gehandelt, wa? Alter, hast du nice gemacht. Ist richtig nice gemacht. Und dein Schiff sogar noch repariert dabei. Ja. Oh, guck mal, ist direkt wieder einsatzbereit. Wenn ich mich nicht irre, ist gerade ein Flaggschiff bei mir. Die Kuren? Nee, das würdest du... Nee, die hat so einen Kasten drumherum, deswegen. Nee, das heißt nichts. Okay. Musst du rechts mal gucken, da hast du dieses gelbe Symbol, musst du mal ausklappen, dann siehst du die Capital-Schiffe von den Gegnern auch. Sobald die dann in deiner Reichweite, sobald du die siehst, wird das Symbol dann angezeigt. Okay. Beaker is Damnation, Kuren Class. So, dein Schiff ist wieder vollständig repariert, würde ich mal behaupten. Sehr schön. Ne, das war die Enterprise. Kannst du dein Schiff mal zu deiner Heimatwelt zurückziehen? Ja, gleich. Gleich ist es für die nächste Flotte kommt. Ja. Die ist doch schon da. Einfach vom Gegner. Echt bei mir aus, ist es hier ruhig? Hier geht's nämlich schon wieder heftig ab. Oh, Level up! Sehr schön. Versuche ich jetzt den. Ach, die wird einfach übergangen. Weil ich da noch keinen. Dann ein Trade Center bauen und feststellen, dass die Folge mal wieder am Ende ist. Oh, noch schon wieder! Ja, schon wieder! Mensch, ja, fix. Es geht fix. Folge am Ende. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten. Genau. Bis dahin. Tschö, tschö.